Papa! Hallo, mein Liebling. War deine Aufführung schön? Darf ich vorstellen? Dr. Kronbach. Der Vater von Lena, sie geht in Kalinkas Klasse. Ja, die beiden sind gute Freundinnen, nicht wahr? Ja, sie verstehen sich sehr gut. Lena spricht oft von Kalinka. Salut, Papa. Schöne Ferien, mein Liebling. Wünsche ich dir auch. Was ist passiert? Warum warst du bei der Autopsie dabei? Ich bin Arzt. Ich wollte, dass alles in Ordnung ist. Hör auf zu lügen. Was hast du ihr angetan? Kalinka war wie meine eigene Tochter. Ich hätte ihr niemals etwas antun können. Ich glaub dir nicht. Ich finde heraus, was du meiner Tochter angetan hast. Und verlange die Wiederaufnahme der Ermittlungen. Auch wenn sie in der Sache selbst recht haben, hat ihre Klage keine Chance auf Erfolg. Ich weiß. Helfen Sie mir, dass der Mord an meiner Tochter nicht in Vergessenheit gerät. Diese Akte ist dafür zu schwach. Monsieur, Sie sind schwach, weil Sie Ihre Arbeit schlecht machen. Wir müssen Sie zur Verantwortung ziehen. Alle. Sie sind wirklich völlig verrückt. Polizei! Sie dürfen keine Selbstjustiz betreiben, Monsieur Bamberski. Du bildest dir das ein, du bist verrückt. Lass mich in Ruhe mit deiner Hysterie, mit diesem Wahnsinn. Niemals. Es wird Zeit, dass du an dich denkst. Kalinka würde dir das nicht übel nehmen.